Es wird alles kontrolliert, jedes Video, das du anschaust auf TikTok, wird gesehen, welche Videos du likest, was du dir anguckst, das wird abgestimmt, dein Charakter. Das wird alles kontrolliert und du kommst dann in verschiedene Kategorien, je nachdem, was du anschaust. Und dann kommst du in die verschiedenen Sphären, die es gibt, dadurch. Das ist die vierte Dimension mit Internet. Und das gibt's alles in der fünften Dimension ohne Internet. Wir brauchen dieses Zeugs da nicht. Früher auf dem Schlachtfeld, da haben sie vorher Gift bekommen, dass sie überhaupt fähig sind, sich die Köpfe einzuschlagen. Sonst hätten sie das gar nicht überstanden, mit abgeschnittenem Arm noch weiter zu kämpfen, bis alle Glieder abgetrennt waren und sie haben immer noch gelebt, weil sie Gift bekommen haben, die Soldaten, dass sie das überhaupt gar nicht kapieren, was passiert. Und genauso ist es jetzt immer noch. Da wird aussortiert, die wurden gar keine Ahnung haben, die sind schon längst weg. Es wird aussortiert nach Intelligenz. Nur die Intelligenten, nur die Intelligentesten bleiben, nur die Schlauesten bleiben. Führt keine Kriege, streitet euch nicht, geht dem aus dem Weg. Das sind alles Prüfungen, ob ihr weiterkommt oder nicht. Überlegt euch, was ihr liked, überlegt euch, was ihr euch anschaut, weil das ist im Gehirn verankert, was ihr seht. Ihr müsst es euch dann wieder wegdenken. Guckt euch nicht alles an. Das manipuliert eure Denkweise und eure Intelligenz.